Hallihallo, heute ein Video voller mit Willy Werwolf oder Wiley Werwolf oder wie auch immer der heißt. Wir suchen uns heute den Wolf. Ich wollte eigentlich für dieses Video ein schönes Hintergrundbild, und zwar ein offizielles mit dem Werwolf, ne, von Ubuntu 15.10 Willy, ne, eine Zwischenversion mittlerweile. Ja, fast schon eine Release-Version. Und ich wusste, als ich ursprünglich das mal hier installiert habe, schon auf meinem Rechner, irgendwo habe ich den Wolf gesehen. Ne? Wollte ich eigentlich als Hintergrundbild und habe gedacht, da muss ich schnell nochmal installieren, hier in VirtualBox, damit ich den Wolf sehe. Ne? Ja, ich wollte den Wolf jetzt hier so als Hintergrundbild anstelle von dem blauen Wasser. Da habe ich mir gedacht, wenn ich sowieso gerade nochmal in VirtualBox installiere, dann kann ich das auch gleich mal mitschneiden. Ne? Deshalb, ich schneide das jetzt eigentlich für mich mit, weil ich will den Wolf. Ne? Den Wolf habe ich nämlich bei der Installation einmal gesehen, aber ganz kurz habe ich den. Ja, ich installiere jetzt quasi den Wolf im Prinzip. Nun, viel zu sehen gibt es und Neues bei Ubuntu 15.10 jetzt erstmal so nicht. Ne? Also, wenn man die Installation so durchwinkt, dann löscht er die komplette Festplatte, wollt ihr wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich neben eurem Windows installieren, wie auch immer. So, viel zu sehen gibt es viel Neues nicht. Ne? Also das von der Oberfläche ist eigentlich genauso wie die anderen Ubuntu-Versionen. Aber wir haben zum Beispiel ein neues Kernel. Ne? Also wer bisher Probleme hatte, irgendwelche Treiber zu installieren oder eine brandneue Grafikkarte hat, die bisher unter Ubuntu 15.04 oder früher nicht unterstützt würde, könnte jetzt mal mit diesem Kernel Glück haben. Ja, also es wäre ein Grund, hier mal Ubuntu 15.10 auszuprobieren. Wer keine Probleme hat mit Ubuntu 15.04 oder 14.04, der braucht es definitiv erstmal nicht installieren. Also viel Neues ist nicht. Ne? Ja, weil man kriegt ja auch so bei Ubuntu immer die aktuellste Firefox-Version oder ähnliches. Und braucht man also nicht unbedingt. Ich mache mal schnell T. Ja, ich gebe mal irgendwas Wildes ein. Passwort. Ja, der braucht also das nicht unbedingt. Ne? Ja, ich wollte jetzt trotzdem mal den Wolf. Gut, was sich lohnt, für mich zum Beispiel, war mal zu gucken. Ich hatte ja. Da ist er, der Wolf. Moment, halt, ich habe den Wolf gesehen. Ich habe den Wolf gesehen. Und jetzt muss ich schnell ein Bildschirmfoto an. Jetzt habe ich extra Bildschirmfoto. Schnapp. Jetzt habe ich den Wolf. Speichern. Deshalb mache ich eigentlich diese Installation. Ja, also weswegen ich eigentlich Ubuntu 15.10 mal sehen wollte, ich sollte nämlich zum Beispiel mal das Firewall-Programm GUFW mal testen. Ne? Ich habe ja da so ein bisschen mitgewirkt und weil ich ja testen sollte und ich sollte offiziell da mal durchwinken, dass das auch tatsächlich funktioniert. Das war für mich ein Grund, Ubuntu 15.10 mal zu testen. Ne? Andere Leute brauchen das jetzt nicht so unbedingt testen. Ne? Weil eine neue Version, das ist so eine Zwischenversion zwischen Ubuntu 14.04 und Ubuntu 16.04, was Langzeitversionen sind, und alles, was dazwischen kommt, ist Bastelkram. Ne? Und Bastelkram ist nicht so stabil wie die Langzeitversionen. Wie gesagt, ich habe es mal probiert, weil ich wissen wollte, ist hier die neueste Version drin? Jawohl, UFW Firewall 10.0, wo ich dann mitgewirkt habe. Für mich war das ein Grund. Die anderen haben wahrscheinlich den Grund, die wollen mal das neue Kernel testen. Ne? Also viel Änderungen habe ich nicht gesehen, aber was ich zum Beispiel ganz witzig finde, Clear, ist, das Terminal hat plötzlich so grüne Buchstaben, ja, und alles so schön bunt. Das sah erstmal aus wie Linux Mint. Ich habe da nicht dran rumgebastelt, das war schon so, alles. Und wenn man da was installiert, ist das ganz nett. Erstmal funktioniert apt-install ohne apt-get. Und auch mit Autokompletierung, zum Beispiel sudo apt get brauche ich jetzt nicht, sondern install. Also das ging bisher immer, ne? Nur dann funktionierte, was danach kam, nicht mit Autokomplizierung, mit Tab. So, und jetzt könnte ich irgendeinen Namen sagen. Ptv. Und jetzt, wenn ich Tab drücke, müsste das Autokompletieren und das tut er jetzt. Ne?
Also das Wie hat er hinten selber dran gehängt. Und wenn man das Enter drückt, dieses neue Terminal, das hat uns auch so einen Fortschrittsbalken unten, ja. Wenn das Tier so rennt, ne? Möchten Sie fortsetzen? Ja, jetzt drücke ich Enter und Achtung, unten dann kam hier so ein Balken, den hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Ne? Da kam so richtig so ein Laufbalken. Und jetzt kommt er natürlich gerade nicht, ja, wenn er soll. Ne? Ja, jedenfalls war das so. Also das Terminal ist ein Hauch anders. Jetzt passiert das natürlich gerade im Moment nicht. Also hier unten kam so ein Raute-Zeichen in grün, ja, quasi als Fortschrittsdingens. Das ist das Terminal in der Version 3.16.2. Also da viel im Terminal arbeiten, könnte das vielleicht ein minimaler Grund sein, da mal reinzugucken in die neue Version. Willi Werwolf. Es gibt ein paar neue Hintergrundbilder, aber die waren jetzt nicht so der Hit, dass ich jetzt voll lauter Jubel geschrien hätte. Hurra, ne, die schönsten Hintergrundbilder der Welt. Musste ich jetzt nicht unbedingt, ja, was haben wir denn da? Na, normalerweise sieht das so aus. Ja, die Installation könnte ich jetzt eigentlich mal knicken, ja, weil ich habe es ja schon installiert. Das normale Hintergrundbild sieht quasi so aus, ne, so ein bisschen sparsam, wie die normalen Hintergrundbilder immer so aussehen. Und das wollte ich so ein bisschen mit dem Willi ein bisschen aufpeppen. Dann gibt es das Ganze jetzt nochmal in Weiß. Ja, auch schön. Und dann hätten wir dann nochmal irgendwelche Wechselbilder, so ein verrotteter Telekom-Mast mit einer Wanze drin. Auch schön, ja, das hätten wir auch noch. Dann haben wir hier noch so ein paar Steine mit, ja, vielleicht mit GIMP eingefügter Sonne. Ganz klasse. Sind das jetzt überhaupt die offiziellen? Ich weiß es gar nicht. Ne? Wir sind ja noch in der frühen alte Koralle oder wie auch immer. Herrlich. So. Aber irgendwie war alles nicht so der Hit. Ich wollte doch den Wolf. Ne? Ich wollte mir doch den Wolf selber machen. Also gut, VirtualBox kann ich jetzt mal abbrechen. Beenden. Wunderbar. So, wo ist mein Wolf? Ich habe ein Bildschirmfoto gemacht. Bilder. Gib mir den Wolf. Jetzt blockiert VirtualBox mich so ein bisschen. So. Hier ist mein Wolf. Und jetzt brauche ich natürlich GIMP. Wenn ich GIMP installiert habe, habe ich, glaube ich, schon installiert, nachinstalliert, GIMP-Bildbearbeitung. Immer noch in der Version 2.8, denke ich mal. Schauen wir mal, warten wir ab und sehen wir mal weiter. Ja, das dauert jetzt alles ein bisschen länger. Aber wir wollen doch den Wolf. Ja? Ich wollte doch unbedingt, ja, nicht den da, ne? Den kennen wir schon. Der mit dem Pinsel in der Schnauze. Nee, ich wollte doch den bösartigen, den Willi quasi. Ja. Gut, jetzt läuft natürlich meine Videoaufzeichnungssoftware noch im Hintergrund. Deshalb, ich habe nur so zwei krümelige CPUs auf meinem Laptop. Deshalb ist Willi Werwolf hier schwer am Schaffen. So, GIMP. So, machen wir mal die Fenster in den Einzelfenstermodus, so wie das gehört, damit man mal gescheit was sieht. Und jetzt extrahiere ich mir mal den Willi Werwolf aus dem Ding hier. Da ist er doch. Ne? Da ist er nicht schön. Kaum noch auszuhalten. Der Willi Werwolf. Also gut, den schneide ich jetzt mal aus. GIMP Bild auf Auswahl zuschneiden. So, dann hätten wir den doch schon mal. Sehr nett. Den könnte ich mir jetzt als Hintergrundbild speichern. Datei. Bildschirmfoto könnte ich überschreiben. So, zack. Änderung verwerfen. Und dann das hier als Hintergrund festlegen. Und wir sehen nichts. Ne? Da ist er, bösartige Werwolf, Willi. Ne? Guck nicht so böse. Jetzt machen wir den auch vielleicht nochmal als Kacheln. Willi Werwolf. Gut, Sinn und Zweck des Videos war eigentlich nur, mein Hintergrundbild zu ändern. Mehr oder weniger sinnlos. Fügen wir mal hinzu, Bildschirmfoto öffnen. Und wir wollen das als
Kacheln, Kacheln, Kacheln sind schön. So, wer sich den Wolf schwätzt, so wie ich, das entsprechende Hintergrundbild lade ich euch auf meine Google Drive. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, Willi Werwolf. Funktioniert, wie gesagt, das Terminal hat sich ein bisschen geändert, ansonsten keine große, für mich sichtbare Veränderungen, Kernel anders, Treiber besser, mein Firewall, geändertes Programm konnte ich durchwinken und wird in den offiziellen Paketquellen sein. Hoffe, ihr habt geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.